Ankündigen den Bernd Rauchweg, der hier für Attac sprechen wird. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, liebe Friedensfreunde, es ist gut und unheimlich wichtig, dass ihr auch diesmal beim Ostermarsch in Oldenburg mit dabei seid. Denn wir leben in einer Zeit, in der an den verschiedensten Stellen der Erde brutal die Lunte an den Weltfrieden gelegt wird. Dabei hatte man uns einmal ja versprochen, dass nach dem Zusammenbruch des Realsozialismus nun alles friedlicher und harmonischer ablaufen sollte. Doch wir erleben genau das Gegenteil. Es ging los mit der völkerrechtswidrigen Aggression gegen Jugoslawien. Dann kam der Krieg in Afghanistan, der bis heute über 500.000 Menschen das Leben gekostet hat. Danach der Krieg, der schmutzige Krieg im Irak, der die ganze Region in ein Pulverfass verwandelt hat. Und so weiter und so fort. Es ist eine Kette, die nicht mehr abreißt. Krieg ist zum Alltag und in unserer Zeit geworden. Wie nah unterdessen die Gefahr eines weiteren Weltkrieges geworden ist, das hat die völkerrechtswidrige Aggression der USA gegen Syrien in der vergangenen Woche die Aggression der USA gegen Syrien gezeigt. Ein bis heute völlig unaufgeklärter Giftgasvorfall, wo man die Urheberschaft überhaupt noch nicht festgestellt hat, hat der Administration als Vorwand gedient, um die Armee eines souveränen Landes anzugreifen. Wohl wissend, dass man sich damit in die direkte Konfrontation mit der Atommacht Russland begab, was also eine Katastrophe hätte herbeiführen können. Es ist nun zu befürchten, dass es sich bei dieser ganzen Sache nicht um den Ausrutscher eines politischen Newcomers gehandelt hat. Vielmehr muss man fürchten, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass dahinter eine gezielte Strategie steckt, nämlich die Strategie, die Konfrontation mit Russland so weit zu steigern, dass man sie zum Einlenken auf NATO-Kurs zwingen will. Wie gefährlich das alles ist, dazu muss man sich nur einmal vergegenwärtigen, was passiert wäre, wenn Russland auf diese Provokation weniger zurückhaltend geantwortet hätte, als sie es getan hätte. Das kann sich jeder vorstellen, wozu das geführt hat. Am lautesten bejubelten haben natürlich diese Wahnsinnstat die in Syrien aktiven Dschihadisten sowie Saudi-Arabien und die Regierung in Ankara. Aber nicht nur von dieser Seite kam Beifall. Auch die Regierungen Großbritanniens, Englands und nicht zuletzt Deutschlands haben Beifall gespendet und waren sehr schnell dabei zu betonen, dass man volles Verständnis für diesen brandgefährlichen Anschlag auf den Weltfrieden hatte. Zu höchster Blüte gelangt in solchen Zeiten natürlich auch das Geschäft der Rüstungsindustrie, die weltweit am Morgen mitverdient. Und auch hier ganz vorne wieder mit dabei die Bundesregierung und die Bundesrepublik als Exportweltmeister, die ihre Rüstungsgüter in alle Spannungsgebiete dieser Welt liefert. Unterdessen darf ja sogar der deutsche Konzern Rheinmetall seine Panzer direkt in der Türkei produzieren, damit die Städte und Dörfer in Gebieten noch effektiver bombardiert werden können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, man sagt uns ja immer wieder, dass es bei diesen Kriegseinsätzen darum ging, die Demokratie zu verbreiten und die Menschenrechte zu fördern, sowie den Terrorismus zu bekämpfen. Aber solche Lügen, die da geäußert werden, sind ja nun wirklich eine einzige Beleidigung für die Intelligenz all derer, die sich so etwas anhören müssen. Für Frieden, für Demokratie und Menschenrechte braucht man keine Armeen und keine Militärinterventionen. Dafür braucht man eine Entwicklungshilfe, die den Namen auch verdient. Und man braucht vor allem eine gerechte und solidarische Weltwirtschaftsordnung.
Im Wahlkampf hatte Präsident Trump angedeutet, er könne während seiner Präsidentschaft der NATO eventuell etwas weniger Gewicht beimessen. Diese vage Andeutung wurde nun von der Bundesregierung unter Einbeziehung der führenden Medien in unserem Lande dazu genutzt, eine weitere Verschärfung der Militärpolitik und eine Aufrüstung zu fordern. Die EU soll unter deutscher Vorherrschaft zu einer militärischen Supermacht aufsteigen und im Augenblick noch dosiert, aber durchaus deutlich wird auch bereits der Wunsch nach eigenen deutschen Atomwaffen ins Spiel gebracht. Aktuell beträgt der Militärhaushalt ca. 38 Millionen Euro im Jahr. Ministerin Leyen will diesen Beitrag auf 2% des Bruttoinlandsproduktes steigern. Das würde innerhalb von 8 Jahren etwa einer Verdoppelung des Haushaltes für Militärausgaben entsprechen. Was für ein Irrsinn angesichts des riesigen Investitionsstaus im Bereich der sozialen Fürsorge in Deutschland. Liebe Freundinnen und Freunde, wir sagen Nein zu Kriegseinsätzen und Aufrüstung. Wir sagen Nein zu Atomwaffen und dem Konfrontationskurs der NATO gegenüber anderen Staaten. Wir wollen Abrüstung, Entspannung. Wir sagen, eine andere, gerechtere Welt ist möglich. Vielen Dank.